Herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Willkommen zu einem niegenahen neuen Video. Wir haben mittlerweile die Mitte erreicht von Februar und es wird Zeit, euch die kostenlose Spiele vorzustellen für PS Plus Mitglieder. Hier seht ihr sie schon. Ich will auch nicht lange schnacken. Ja, heute geht's wie immer, geht's darum, ja, was ist das? Kann das was? Ja. Dazu sei gesagt, diese drei Spiele sind alles Spiele, die ich nicht kenne. Also, ich habe sie definitiv gespielt und angespielt. Wir werden die Reihe nach durchgehen. Also einmal haben wir hier Rollerdrome, das ist, ja, ich versuch's mal mit meinen eigenen Worten. Es ist halt, wenn ihr Roller Champions von Ubisoft kennt, also es ist wie Skater nur mit Waffen. Also Inliner für Erwachsene oder so. Das Tutorial ist sehr, sehr happig und schwierig, finde ich manchmal. Also man muss schon was drauf haben. Nein. Also Rollerdrome ist für Leute, die lieben Inliner und rumschießen und Herausforderungen und hast du nicht gesehen. Das alles vereint Rollerdrome und ja. Ich würde für denjenigen, der es gefällt, würde es lieben. Von mir gibt es 8 von 10 Punkten. So. Steel Rising haben wir hier. Das zweite Spiel. Ist sehr, sehr interessant, habe ich gespielt. Ist nicht meins, bin ich ehrlich. Aber ich bin auch für die ganzen Demon's Souls, Dark Souls-Dinger nicht zu haben. Es kann man mit Lie of P so ähnlich vergleichen. Der Unterschied ist, es ist kein Pinocchio-Abenteuer, sondern es ist ein... Ihr spielt einen Roboter, der Gegner natzt in der Französischen Revolution. Im Auftrag von... Antoinette. Ja, genau. Es macht mega Bock. Und für die Leute, die sagen, so wie ich, der Schwierigkeitsgrad ist mir jetzt ein bisschen zu happig. Ja. Da kann man dann auch sagen, gut, dann gucken wir uns das Ganze. Dann lassen wir einen Assistenten mitlaufen. Das ist das. Hier gibt es von mir 9 von 10 Punkten. So, kommen wir zum dritten Spiel. Und das ist das Interessante, das ist Fuam Stars. Es ist ein Multiplayer-Shooter, der so ein bisschen für mich ist übrigens wieder ein PlayStation-Only-Hit. Den wird es auch nochmal ein separaten Video geben, also den werde ich mir im separaten Video angucken, weil der ist getimt mit Valentinstag scheinbar. Laut ich weiß. Und da ist es wieder so, dass man sozusagen, wie sage ich das? Ja, da schlüpft man halt eine Rolle und es ist mega fangy und das, was ich gesehen hat, hat mich auch sehr beeindruckt. Wie gesagt, ich habe nicht jedes Spiel gespielt. Ich habe nur die ersten zwei gespielt. Und ja. Wenn ihr Bock auf diese Spiele habt, gönnt sie euch. PS Plus braucht ihr dafür. Es reicht, wenn ihr den untersten Grad des PS Plus habt. Diese drei Spiele kriegt ihr kostenlos. Einfach runterladen. Ich habe sie in meiner Bibliothek. Das heißt, ich habe sie mir gecrapped. Also ich empfehle jedem, der PS Plus hat, crappt euch die Spiele. Also ihr habt die für immer, solange ihr PS Plus Mitglied seid, in eurer Bibliothek drin. So. Das wäre es so im Groben. Ich bin sehr gespannt auf März. Ich versuche immer, da es drei Spiele sind, ist es schwierig, Gameplay aufzunehmen. Meine Frage jetzt an euch da, wenn ihr bis hierhin hingeschaut habt. Braucht ihr Gameplay? Möchtet ihr Gameplay haben? Wenn ja, gucke ich, dass ich das irgendwie hinkriege. Aber bisher ist es nur so. Weil es sind drei Games und das ist... Wie gesagt, die Spiele sind... Moment.
Ich glaube, bis zum 5. sind die dran. Bis zum 5.3. Ich guck mal eben. Steht gerade nicht dran, das ist komisch. Normalerweise steht das immer dran. Ja, eigentlich bis zum 5. kann man die erwerben. Und dann kommen halt auch die neuen, ne? Ja, das war ein kurzes Video von mir, aber ich will es auch nicht strecken oder sonst irgendwas. Ich hoffe, es hat halt gefallen. Gebt uns einen Daumen nach oben, gerne, oder nach unten, je nachdem, ob es euch gefallen hat oder nicht. Schreibt uns einen Kommentar, welches Spiel oder welches Game oder was für ein PlayStation-Thema haben wollt. Natürlich nicht nur über PlayStation, aber hier reden wir ja über PlayStation. Würde mich freuen, wenn ihr uns unterstützt. Mit einem Abo, kommt auf unserem Discord-Kanal, was auch immer, was man so macht. Ich bin Tron und ich bin derjenige, der sich um die PlayStation-Sachen kümmert hier auf dem Kanal. Ich wünsche euch einen tollen Tag. Bis dahin. Tschüss!